Harald Stephan, er ist Verfassungssprecher bei der FPÖ. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Frau Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es ist wirklich schon mittlerweile fast amüsant, hier zuzuhören, diese Beschwörungen, Transparenz und so weiter. Jeder lobt sich dafür, wie transparent er ist. Aber der Anlass der Debatte ist ja einmal das eine, wie gibt es eine Einflussnahme durch Spenden auf eine Partei und kann man davon ausgehen, wenn es Großspenden gibt, dass dafür etwas erwartet wird? Und das ist der Unterschied, den es ausmacht. Kleinspenden ist völlig klar, die sind, müssen zulässig sein und es ist natürlich erfreulich, wenn wirklich die Mindestpensionistin in die Tasche greift und kaufen sie sich ein Bier drum oder was auch immer und dafür was spendet oder sie schauen schlecht aus und dann kriegen sie Geld oder das ist ja alles in Ordnung. Aber es geht ja darum, ob es hier Abhängigkeiten gibt. Und die Diskussion muss man sehr wohl führen. Denn wenn jemand 500.000 Euro spendet, ist das so relevant, auch für eine Partei, dass man darüber diskutieren kann. Aber es ist natürlich überhaupt nicht das einzige Problem. Und da insofern gebe ich ja wieder recht, dass jetzt auch viele andere Dinge in die Diskussion gekommen sind. Denn wenn wir von Abhängigkeiten sprechen und von Intransparenz, können wir über die Stadt Wien und die Unternehmen der SPÖ sprechen, die völlig intransparent sind. Man weiß zwar, wer Eigentümer ist, aber es gibt Auftragsvergaben, es gibt indirekte Wertschöpfung, die wieder in die Partei zurückfließen. Auch das ist völlig intransparent und wir wissen nicht genau, um welche Summen es geht. Es geht um die Unterstützung von Vorfeldorganisationen. Auch völlig intransparent, weil ja nicht Partei, daher nicht dem Parteiengesetz unterliegend und daher auch dort nicht klar, wo das Geld hinfließt. Es gibt die unabhängigen Personenkomitees, ein völliges Unding, wenn dort dann das Geld hineinfließt und gebunkert wird. Dann kann ich mir das ganze Parteienförderungsgesetz sparen und dann kann ich mir auch die ganze Diskussion darüber sparen, wie ich einen Wahlkampf finanzieren darf, wenn ich das über diese Umwege mache. Also dort liegt in Wirklichkeit der Hund begraben. Dort sind die echten Probleme zusätzlich zu den Großspenden. Es ist die Frage, wenn sich Milliardäre andienen und Politikberater spielen, was haben die für Interessen? Den kleinen Mann wohl nicht, sondern auch ihre eigenen. Auch das ist zu diskutieren. Die ganze Inseratenproblematik, wir kennen das noch von früher, Bundeskanzler Faymann war ja da der Inseratenkaiser, wo wir gesehen haben, dass aus staatsnahen Betrieben hier unglaublich viele Inserate geschaltet wurden. ÖBB, Asfinag und so weiter haben interessanterweise inseriert, wegen der großen Konkurrenz wahrscheinlich. Und dann war das in Wirklichkeit ja auch indirekt eine Einflussnahme, wie immer man das nennt. Auch in Wahrheit intransparent und in einer sehr großen Höhe. Und zwar, da geht es noch weit über die 500.000 Euro hinaus. Wir können auch über die Transparenz sprechen, wie das im ORF funktioniert, wie ORF-Moderatoren, wo die vielleicht noch auftreten dürfen, von wo die noch Geld bekommen, bei welchen Organisationen sie arbeiten. Auch das ein Thema. Und natürlich auch die Kammern. Ja, die Wirtschaftskammer hat 800 Millionen Euro Einnahmen im Jahr, die Arbeiterkammer 400 Millionen. Das sind Beträge, die sind wirklich relevant. Das sind die Parteien sind ja vernachlässigbar fast in ihrer Finanzierung. Und was die damit machen, wie viel Politik dort betrieben wird, wenn man sich anschaut, dass der Großteil natürlich Personalaufwendungen sind. Na, was heißt Personalaufwendung? Was kann ich dort machen? Wie transparent ist das? Schreiben die in Wirklichkeit die ganze Zeit politische Schriften, geben die heraus und Studien? Ich meine, im Nachhinein weiß man ja, dass sie das sehr wohl tun. Na, das ist auch verdeckte Finanzierung von Parteien in Wirklichkeit und zwar in einem ganz großen Ausmaß. Gestern zum Beispiel in St. Pölten eine Veranstaltung mit 500 Personen, Bundeskanzler und alle SPÖ-Granden von Niederösterreich in St. Pölten, finanziert durch die Arbeiterkammer. Na ja, man könnte glauben, das ist Wahlkampf, ne? Und dass das finanziert wird. Also das ist in Wirklichkeit Finanzierung von Parteien indirekt. Und über das müssen wir auch alles diskutieren. Und die Arbeiterkammer wird natürlich, niemand ist für die Abschaffung der Arbeiterkammer, aber muss man Zwangsmitglied sein? Muss man das sein? Muss man in der Wirtschaftskammer Zwangsmitglied sein? Ich bin der Meinung, nein. Und wenn man argumentiert, ja, die Arbeiterkammer, die stellt den Rechtsschutz und vertritt die Arbeitnehmer. Ja, schön und gut, dann machen wir eine Rechtsschutzversicherung für jeden Arbeitnehmer. Das bringt sicherlich mehr, als dass man einen derartig großen Aufwand betreibt, 400 Millionen Euro im Jahr für Personal oder davon einen Großteil für Personalkosten aufwendet und damit Politik machen kann. Also es gibt so viele Themen und es ist völlig richtig, wir müssen darüber diskutieren. Transparenz ist wichtig, aber verzetteln wir uns nicht in irgendwelchen kleinen Dingen. Jeder versucht auf den anderen zu zeigen, um sich von sich abzuwenden. Es ist hier wirklich viel zu ändern und auch das Parteiengesetz ist
unscharf formuliert. Es hat viele Probleme geschaffen, die wir tatsächlich noch ändern müssen. Wir haben dagegen gestimmt, weil wir der Meinung waren, es ist ein unfertiges Gesetz und es ist nicht in letzter Konsequenz durchdacht und führt auch dazu, dass wir in Wahrheit auch alle, die einen Wahlkampf finanzieren, größte Probleme haben mit der Zuordnung, der Abrechnung und so weiter. Also es gibt hier noch zusätzlich viele technische Probleme. Also ein großes Thema, aber hier haben sehr viele wirklich vor der eigenen Tür zu kehren und dann einmal die großen Themen einmal ehrlich zuzugeben, wo sie Geld lukrieren, was sie für Einflussnahmen hier gesetzt werden und dann können wir offen darüber diskutieren. Kleinspenden müssen zulässig sein, so Harald Stephan von der FPÖ. Die Diskussion über mögliche Abhängigkeiten von Großspendern sei aber sehr wohl zu führen.